Also eiskalt, ein paar Tage nachdem ich fertig war mit Episode 13, kommt gleich Episode 14. Also ich rede nicht mehr lange rum, denn ich bin very intrigued und ich mache mir Sorgen um mein Baby Layton. Die verspäteten Sterne. Okay. Deine Rückkehr nach El gestaltet sich etwas komplizierter als gedacht. Eine Vision bringt deinen Alltag durcheinander. Nichts Neues. Matthew verheimlicht dir etwas und du bist fest entschlossen, ihm auf die Schliche zu kommen. Hell yes! Ich sehe mir die einfach an. Einfaches Prinzip. Du hast es geschafft, aus dem Ordenhaus zu entkommen und dabei auch Camellia und sämtliche eingesperrte Fairies zu befreien. Dennoch wart ihr leider gezwungen, ohne Matthew und Leif nach Eldaria zurückzukehren. Kurz bevor du das Portal durchquert hast, hat dein Vater Matthew erwähnt, als würde er ihn kennen. Und als du dem jungen Mann im HQ begegnet bist, ist dir ein für allemal klar geworden, dass er dir etwas verheimlicht. Navra, Karin und Chrome sind zur Erde zurückgekehrt, um Leifton zu befreien. Um dir die Wartezeit zu vertreiben, hast du beschlossen, es mit der Meditation zu versuchen. Daraufhin ist dir Ophelia erschienen und hat eine prophetische Vision von Eeluntergang mit dir geteilt. Wir haben ja eine Vision gekriegt von Ophelia, wo anscheinend Eldaria es nicht mehr geben wird. Ja, jetzt erinnere ich mich. Von Eldaria war nichts mehr übrig. Ich war die Einzige, die sich daran erinnerte, dass es überhaupt jemals existiert hatte. Okay. Keine Spur war zurückgeblieben, bloß eine Leere, die von den übrigen Lebewesen gänzlich unbemerkt blieb. Selbst die Leere war verschwunden. Die Frage nach meinem Aufenthaltsort war völlig sinnlos geworden. Plötzlich hatte ich das Gefühl, von einem Sog erfasst zu werden. Die Leere verschlang mich, zog mich in Richtung. Ich bin hier. Das ist das Erdlust-Ebene, das HQ. Mein Blick erfasst jedes einzelne Detail der Landschaft, als sähe ich es zum ersten Mal. Es ist alles noch da, obwohl ich es eben habe verschwinden sehen. Das war so real, es ist gar nicht wirklich passiert. Wenn du die Dinge so sehen würdest wie ich, würdest du verstehen, dass da kein großer Unterschied besteht. Was du gesehen hast, wird eintreten. Niemand wird es verhindern können, nicht einmal du. Was jedoch nicht bedeutet, dass du nicht trotzdem eine Rolle zu spielen hast. Ich verstehe kein Wort. Das bedeutet, that we're doomed. We're effed. Und können nichts dagegen machen. Die Erde verschlingt Eldaria sozusagen und die werden dann wieder zu einer Erde. Wann habe ich je etwas von dem verstanden, was sie zu mir gesagt hat? Ophelia, kannst du das vielleicht etwas konkreter formulieren? Hilf mir bitte, was genau soll das bedeuten, dass alles schon in Stein gemeißelt ist? Die Kleine lächelt höflich und wendet sich ab. Sie geht zu den Klippen davon. Ihr zu folgen würde nichts bringen. Sie wird mir nicht mehr darüber sagen. Ich stoße ein frustriertes Seufzen aus. Meine Meditation hat leider nicht den Effekt gehabt, den ich mir erhofft hatte. Stattdessen bin ich jetzt noch angespannter und aufgewühlter als vorher. Where is Lance? Ich weiß nicht warum. I miss him. Ist wirklich alles vorherbestimmt? Das käme mir logisch vor. Wenn es ein Orakel gibt und Eldaric, die Zukunft vorhersagen kann, dann bedeutet das ja, dass eine Art Schicksal existiert. Aber die Vorstellung gefällt mir nicht. Ich will einfach nicht daran glauben. Ich wähle meinen eigenen Weg. Ich treffe Entscheidungen und die haben Konsequenzen. Fahrbare Konsequenzen. Wenn alle meine Entscheidungen schon feststünden und irgendwo niedergeschrieben wären. Und von wem überhaupt? Nein, das ergibt keinen Sinn. Darüber muss ich mich beim Gelegenheit mal mit Adalric unterhalten. Ich weiß zwar nicht, ob er sich so viel klarer ausdrücken können wird als Ophelia, aber wenigstens bemüht er sich, mir die Dinge zu erklären. Auch wenn das meine beginnende Migräne drastisch verschlechtern wird. Damn! In dem Moment nehme ich aus dem Augenwinkel eine Bewegung wahr. Fünf Gestalten traten aus dem Wald hervor und laufen auf das HQ zu. Shut up! Sie sind zurück! Endlich! Und sie haben Leifton dabei. Ich springe auf, um ihnen entgegenzurennen. Sie sehen mich kommen und Cori winkt mir zu. Als ich bei ihnen ankomme, verlangsame ich meine Schritte. Mit heftig klopfendem Herzen trete ich näher. Sie sind hier, alle miteinander. Es geht ihnen gut. Leifton scheint unversehrt zu sein. Seine Züge wirken lediglich etwas eingefallen. Ich stoße einen erleuchteten Seufzer aus. Wer hätte das gedacht? Navra hatte recht, mein Vater scheint Wort gehalten zu haben.
Auch an den anderen kann ich keinerlei Verletzungen entdecken. Tatsächlich sehen sie höchstens ein bisschen müde aus, wenn ich... Alles in Ordnung? Geht es euch gut? Wie ist es gelaufen? Praktisch ohne Zwischenfälle. Wir müssten ein, zwei Tempel aus dem Weg räumen, aber die haben uns keine Probleme bereitet. Ich hätte nicht gedacht, dass unser Gegenschlag sie dermaßen unvorbereitet treffen würde. Wir haben sie mitten in der Nacht überfallen. Sie schienen uns nicht mal erwartet zu haben. Tatsächlich war das Ordenshaus fast leer. Wir sind rein, haben Leifton aus seiner Kiste geholt und uns wiederum vom Anker gemacht. Aus seiner Kiste? Aus seiner Zelle, meinst du wohl? Nein. Bitte was? Sie hielten mich in einem besonderen Zimmer im ersten Stock gefangen. Oh, hell no! Hell no! It's war! Sie hatten wohl Angst, dass er seine Kräfte gebraucht. They should be scared. They should be scared. Die haben mein Baby in der Kiste. Ich glaube, die haben meine Honey. Die haben mein Baby in eine Kiste gesteckt. Ich glaube, ich krieg die Kratze. Schließlich haben sie gesehen, wie du deine eingesetzt hast. Kurz gesagt, wir waren noch vor Tageseinbruch zurück im Wald. Aber wieso kommt ihr dann erst jetzt? Ist noch etwas anderes vorgefallen? Sie mussten darauf warten, dass ich das Portal öffne. Das konnten sie von ihrer Seite aus ja nicht. Und wir wollten nicht riskieren, dass es den ganzen Tag über offen zu halten. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Dann musstet ihr also den ganzen Tag darauf warten, dass das Portal geöffnet wird? Wir konnten nicht mit Sicherheit sagen, wie lange wir brauchen würden. Da haben wir vorsorglich etwas mehr Zeit eingeplant. Hättet ihr das Portal nicht einmal stündlich öffnen können? Dazu werden jedes Mal Ressourcen benötigt, die uns nur in begrenzten Mengen zur Verfügung stehen. Zumal wir ein ganz neues Portal öffnen mussten, nachdem dein Vater uns bis zum Alten gefolgt war. Ja. Auch daran hatte ich bisher keinen einzigen Gedanken verschwendet. I don't give a damn. Wobei zu meiner Verteidigung sagen muss, dass ich wirklich genug eigene Probleme hatte. I'm just happy that they're all back and my baby Leifton is here. Apropos mein Vater. Ihr habt ihn nicht zufällig. Nein, wir haben ihn nicht getroffen. Er verbringt seine Nächte ja auch nicht im Ordenhaus. Unter diesen Umständen hätte er ja vielleicht eine Ausnahme machen können. Verzeihung, können wir all das vielleicht umgehend besprechen? Ehrlich gesagt bin ich. Ich würde mich gerne schnellstens hinlegen. Natürlich, entschuldige. Oh, na, Brei ist wieder ganz knuffig. Wir hätten nicht stehen bleiben sollen. Oh. Navra, my child is back. Ah, oh, meine süße Honey. Der Vampir ist zuvorkommender, als ich es von ihm erwartet hätte. Ob sich seine Abneigung gegen Leifton etwas langsam zu legen beginnt? Wir setzen unser Weg zu Make You fort. Und du, Leifton, was hast du... Ich meine, vorausgesetzt, du willst darüber sprechen. Was passiert, nachdem sie dich von der Bibliothek geführt hatten? Sie haben mich in eine Zelle gesperrt in den Gewölben. Ich habe versucht herauszufinden, wo ich mich befand und was sie mit mir vorhatten. Und alles daran gesetzt, jemanden anzulocken, der meine Fragen beantworten würde. Aber es ist niemand gekommen. Ich habe gewartet. Es müssten mehrere Stunden gewesen sein. Ich glaube, ich habe geschlafen, weiß aber nicht wie lange. Irgendwann kam dann jemand vorbei, um mich mitzunehmen. Das muss passiert sein, bevor ich hinunter in die Kerker ging. Soweit ich das verstehen konnte, hatte wohl jemand Huang Chu erkannt. Und da ich in ihrer Begleitung war, wollten sie mir einige Fragen stellen. Irgend so ein Typ hat mich verhört über die Garde, das EQ. Er wollte wissen, ob ich Huang Chu kenne und dann, ob ich dich kenne. Excuse me! Ich kann spüren, wie heftig Zorn in ihm aufwallt, wenn er auch nur eine Sekunde lang... So ging das eine ganze Weile. Danach haben sie mich erneut weggebracht, diesmal in eine Art Büro. Unterwegs konnte ich hören, dass in den unteren Stockwerken irgendwas vor sich ging. Männer schrien durcheinander, rannten durch das Treppenhaus über... brüllten Befehle! It was me! Man ließ mich in einen Sessel Platz nehmen gegenüber von einem Mann, den ich noch nie gesehen hatte. Er sagte mir, dass du seine Tochter seist. Oh! Plötzlich ist meine Kehle wie zugeschnitten. Hell no! No! Oh, I'm sad. Ich schäme mich, dabei kann ich ja nichts dafür. Aber wenn ich an die Zeit denke, die ich mit ihm verbracht habe,
an unsere Unterhaltungen in seinem Büro, während Leifton zur selben Zeit von seinen Männern misshandelt wurde. Wenn ich daran denke, dass ich ihm um ein Haar geglaubt hätte. Er hat von dir gesprochen, von der Rolle, die du in seinem Projekt einnehmen könntest. Ich glaube, er wollte mich überreden, auf seine Seite zu wechseln. Doch kurz darauf wurde er gerufen und ist verschwunden. Man hat mich erneut in einen kleinen Raum eingesperrt. Deinen Vater habe ich nicht mehr zu Gesicht bekommen. Der Tag verging. Erneut kann ich einen Anflug von Zorn in ihm wahrnehmen. Es dauert zwar nur eine Sekunde, aber ich bin mir ganz sicher, es gespürt zu haben. Zorn, aber auch Angst. Ich habe den Eindruck, dass er mir nicht die ganze Wahrheit sagt, dass er mich zu verschonen versucht. Er wendet sich an die anderen und lächelt sie dankbar an. Und dann seid ihr aufge... My sweetheart. Und dann seid ihr aufgetaucht, um mich zu befreien. Ich wusste, dass ihr kommen würdet. Na klar doch, wir hätten dich in dieser verrückten Welt doch nicht versauern lassen. I love Prom. Apropos, Simona. Ich hätte noch ein paar Fragen und Anmerkungen in Bezug auf die Erde. Oh ja, ich auch. Navra hat uns erklärt, was er wusste, aber... Nur zu, fragt ruhig. Ich werde beantworten, was ich kann. Eigentlich habe ich keine große Lust, mir ihre Kommentare anzuhören. Sorge nagt an meinem Inneren, Leifton verschweigt uns etwas. Die Erinnerung an meine gestrige Unterhaltung mit Matthew ist mir noch deutlich vor Augen. Ich kann es wirklich nicht gebrauchen, dass mich noch jemand anlügt. Ich glaube, um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass er wortwörtlich dich anlügt. Ich glaube, momentan er verschweigt etwas, was genau passiert ist in dem Raum. Ich würde mir momentan eher Sorgen um Matthew machen, der ist nämlich sus. Weil wenn der Vater deinen Namen wusste und gesagt hat, wir sollen ihn grüßen, dann stimmt irgendwas nicht. Gerade ist nicht der richtige Moment dafür, aber ich werde ihn mir später mal unter vier Augen vorknüpfen. Karin und Chrome setzen gleichzeitig zum Reden an und verstummen dann beide. Schon gut, war du ruhig. Du hast das Thema ja angeschnitten. Nein, nein, mein kleiner Wolf. Ich lasse dir den Vortritt und wir alle drei gleich weg. Dann können sie sich weiter streiten. Super, danke. Also Simone, eine Sache habe ich nicht verstanden. Wir sind bei Nacht durch die Altstadt gelaufen, okay. Und alle Geschäfte waren leer, aber es brannte trotzdem Licht. Und die Kleider und die... Wie heißt das, die Telefone zu beleuchten? Zuerst fand ich das ziemlich schlau. Die Leute kommen nachts zum Anschauen, um tagsüber zu kaufen. So weiß schon jeder, was er haben will, und es gibt keine Schlangen an den Kassen. Nur ist es auf der Erde bei Nacht genau wie hier. Niemand ist auf den Straßen unterwegs. Wozu dienen also die ganzen Lichter? Chrome ist so knuffig. Witzig, dass du fragst, weil so genau so wissen wir das selber nicht. Es ist vermutlich, wollen die Ladenbesitzer ihre Produkte einfach rund um die Uhr ausstellen. Und das Problem ist, dass wenn ein Geschäft mal damit anfängt, alle anderen automatisch mitzuziehen, weil sie in Konkurrenz zueinander stehen. Vielleicht gibt es aber auch noch irgendwelche versteckten Gründe, die den Normalsterblichen nicht ersichtlich sind. Ich glaube, das sind einfach Gemeinkosten. Der Laden brennt 24 Stunden. Meine persönliche Theorie ist, dass die Händler glauben, es würde potenzielle Einbrecher abschrecken, wenn es an ist. Denn durch die Beleuchtung kann man keine Läden ausrauben, ohne gesehen zu werden. Aber keine Ahnung, ob das wirklich funktioniert. Ich bezweifle es. Ja, nee, girl. Chrome nickt nachdenklich, die Stirn in die Falten gelegt. Trotzdem komisch, so etwas käme uns hier nie in den Sinn. Eigentlich ist es ja auch unsinnig, unsere Welten zu vergleichen. Viele ungewöhnliche Phänomene auf der Erde sind durch die hohe Bevölkerungsdichte bedingt. Wenn hier jemand ein Kleid aus Perrys Boutique stiehlt, kann er nichts damit anfangen. Alle würden wissen, dass es eine ihrer Kreationen ist. Hat man aber 55 Bekleidungsgeschäfte in der Umgebung, sieht die Lage schon anders aus. Das gleiche habe ich Lance in Bezug auf die Werbung erklärt. Lustig, genau darüber wollte ich mit dir sprechen. Das Prinzip verstehe ich an sich schon, nur eine Sache ist mir noch nicht so ganz klar. Warum ist auf fast allen Plakaten eine Menschenfrau? Alter, die fragen uns jetzt eiskalt über Werbung. Ich kann nicht mehr. Ich verstehe nicht, was das mit einem Parfum oder einem Lebensmittel zu tun hat. Ich seufze, ich habe auf amüsantere Fragen gehofft.
Da gibt es keinen Zusammenhang. Die Frauen sollen die Aufmerksamkeit der Männer aus sich sehen. Karin hielt skeptisch eine Augenbraue. Ich sollte erneut. Hoffentlich fragt sie mich nicht, warum denn lediglich die Aufmerksamkeit der Männer erregt werden soll. Ich habe nicht die geringste Lust, ihr das geschlechtsspezifische Ungleichgewicht in der Kaufkraft westlicher Gesellschaften zu erklären. Aufmerksamkeit erwecken, das verstehe ich ja, aber warum ausgerechnet die der? Können wir vielleicht über was anderes reden, falls ihr es vergessen haben sollt? Ich war noch nicht auf der Erde. Oh! Cori scheint meinen hilfesuchenden Blick richtig gedeutet zu haben. Aber klingt echt super, was sie so erzählt. Ich habe weder die Werbung gesehen, noch die kleinen bunten Männchen, noch die Telefone. Blöd für mich. Darum wäre ich euch sehr verbunden, wenn ihr nicht weiter Salz in die Wunde streuen würdet. Dürfen wir noch eine allerletzte Frage stellen? Krom. Absprechen mit einer Wellen, die auch wirklich wichtig ist. Nein, ihr könnt sie später stellen, wenn ich weg bin. So einfach. Ist ja gut, reg dich nicht auf. Es tut uns ja leid. Ich reg mich nicht auf, das geht nicht gegen euch. Ich bin nur frustriert, das ist alles. Ich mach das Erste. She's a sweetheart. Du verdienst eine Privatführung, okay? Es fällt mir zunehmend schwer zu glauben, dass all das jemals hinter uns liegen wird. Aber gerade bringe ich es einfach nicht übers Herz, ihr vom Ende der Welt zu erklären. Das will ich doch hoffen. Dann gehen wir in dieses Fastfood-Restaurant. Matthew meinte, das Essen ist köstlich. Matthew, bei der Erwähnung seines Namens sinkt meine Stimmung endgültig in den Keller. Das wird ein langer Tag werden. Den restlichen Weg bis zum Inneren der SEQ legen wir schweigend zurück. Gut, hier trennen sich unsere Wege. Leifton, geh dich ruhig ausruhen, du hast es bitter nötig. Ich werde Hua am Hua ausrichten, dass du deinen Bericht morgen oder gegen Abend ablieferst. Ich danke dir, dann verabschiede ich mich, bis später. Kurz bevor er sich abwendet, kreuzen sich unsere Blicke. Und für den Bruchteil einer Sekunde nehme ich erneut einen Anflug intensiver Angst in ihm wahr. Wovor fürchtet er sich bloß selbst nach unserer Rückkehr so sehr, dass er es nicht vor mir verbergen kann? Ich hätte ihn gern umarmt. Warum war das keine Option? Besorgt sich zu, wie er davon geht. Wir müssen uns wirklich ernsthaft unterhalten. Ich will ihn ernsthaft umarmen. I'm sad. Na los, Leute, auf zum Rapport. Lassen wir den Boss besser nicht länger warten. Magst du mitkommen, Simona, um dir unseren Bericht anzuhören? Wir haben dir zwar schon fast alles erzählt, aber wenn du sonst nichts zu tun hast... Nein, danke für das Angebot, aber ich muss Matthew finden. Wir haben einiges zu besprechen. Alles klar, ihr anderen Abmarsch, außer natürlich du, Cori. Es sei denn, naja, wenn du unbedingt mitkommen willst. Nein, danke, nicht nötig. Ich habe anderweitig zu tun. Krom nickt und macht sich auf dem Weg in Richtung Treppe, dicht gefolgt von Karin und Nebra. Jetzt sollte ich Matthew aufsuchen, um der ganzen Sache auf den Grund zu gehen. Aber ich habe nicht die geringste Lust dazu. Ich will dieses Gespräch nicht mit ihm führen. Ein Teil von mir würde am liebsten so tun, als wenn nichts wäre. Als hätte ich überhaupt nichts Ungewöhnliches bemerkt, damit alles so bleiben könnte, wie es ist. In der Hoffnung auf eine Ablenkung wende ich mich an die Kitsune. Tja, dann bleiben wohl nur noch wir zwei. Also eigentlich bleibst nur noch du. Ich muss nämlich ins Labor. Huangchu braucht meine Hilfe bei der Salbenherstellung. Viele der Geflüchteten bedürfen langfristige Behandlungen. Dafür müssen wir einen Vorrat an Heilsalben produzieren. Ich nicke seufzend. Es lässt sich wohl nicht länger aufschieben. Sag mal, du weißt nicht zufällig, wo ich Matthew finde. Keine Ahnung, wo er steckt. Aber als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, war er auf der Suche nach dir. Hm? Wenigstens versucht er nicht zu fliehen. Das ist doch schon mal was. Sehr gut. Wir müssen dringend etwas klären. Cori legt Stirn runzeln den Kopf zur Seite. Girl, you don't wanna know. Etwas klären? Was müsst ihr denn klären? Ist es was Schlimmes? Das weiß ich selber noch nicht so ganz. Ich möchte noch nichts darüber sagen. Aber keine Sorge, wenn es so läuft, wie ich denke, wirst du ohnehin bald eingeweiht. Na gut, ich habe gar keine Zeit. Weiter nachzubohren, ich muss los. Die Kitsune eilt zum Alchemielabor. Ich kann die Sache nicht länger hinauszögern, ich muss Matthew finden. Matthew?
finde, Matthew, ihr müsst ein ernstes Wörtchen miteinander reden. Als ich in den Korridor einbiege, entdecke ich Matthew sofort. Er sitzt an die Wand, gelehnt auf dem Boden gegenüber von meinem Zimmer. Sir! Scheinbar ist er die Suche nach mir leid geworden und hat beschlossen, hier auf mich zu warten. Iconic. Sorry, Matthew. Iconic. Ich gehe ohne Eile auf ihn zu. Als er mich erblickt, springt er auf. Er wirkt regelrecht erleichtert, mich kommen zu sehen. Wahrscheinlich zerbricht er sich seit gestern den Kopf und will, dass es endlich vorbei ist. Als ich bei ihm ankomme, nickt er mir zu. Er schluckt verlegen. Ich kann ihm ansehen, dass er kein Wort herausbringt. Cory hat gesagt, dass du auf der Suche nach mir warst. Hast du auf mich gewartet? Er nickt mit verkrampftem Kiefer. Ich hab dich auch gesucht. Komm doch mit rein, wir müssen uns unterhalten. Er nickt erneut, so steif, dass ich Mitleid bekomme. Er folgt mir in mein Zimmer und ich schließe die Tür. Sexy time. Warum bin ich so, Leute? Warum? Außerdem ist er auch der beste Freund von Lance. Das wäre doch ein gutes Eifersuchtsdrama. Warum bin ich so? Der junge Mann tritt ans Fenster und wirft einen Blick nach draußen. Hast du Angst, dass man uns belauscht? Dass es einem HQ ein Verräter gibt? Die Bitterkeit in meiner Stimme überrascht mich selbst. Ich sollte vielleicht nicht so aggressiv sein. Er ist aus freien Stücken zu mir gekommen. Ich brauche keinen Druck auszuüben. Er dreht sich zu mir um und fährt sich nervös blinzend mit der Hand durch die Haare. Nein, das... Also ich meine, was ich dir zu sagen habe, ist privat. Das kann es wahrscheinlich nicht bleiben, aber... Ich will zuerst mit dir darüber sprechen. Ich will, dass du es verstehst. Okay. Okay, ich bin ganz ohr. Was möchtest du mir sagen? Also gut, ich werde mir Mühe geben, es zu verstehen. Warum sollte ich dir zuhören? Du hast mich gestern angelogen. Warum sollte ich dir jetzt Glauben schenken? Okay, Bitch. Was möchtest du mir sagen? Also gut, ich werde mir Mühe geben, es zu verstehen. Wisst ihr was? Bevor er nicht angefangen hat, was zu sagen, würde ich jetzt einfach sagen, ich bin ganz ohr. Was möchtest du mir sagen? Solange er nicht angefangen hat, können wir nicht anfangen, auf ihm rumzuhacken. Dann redet er überhaupt nicht mehr. Er holt tief Luft erst ein, dann zweimal. Sein Blick wandert unruhig umher, als wüsste er nicht, wo er anfangen soll. Ich hab dich nicht. Also, ich hab dich fast nie angelogen. Ich hab dir einen Teil der Wahrheit verschwiegen, das stimmt. Dir und allen anderen hier, das leugt mich nicht. Aber alles, was ich dir über mein Leben auf der Erde erzählt habe, alle meine Ansichten über Aldarien, die Garde, die Wächterinnen und Wächter. Ah, you remember? Erinnert sich also das mit Lance und Laethan, ne? Und Chrome? Darüber, wie wohl ich mich hier fühle, all das ist wahr. Er sieht mir geradezu flehend in die Augen. Er wünscht sich so sehr, dass ich ihm glaube. Aha, du bist also vertrauenswürdig, weil du mich fast nie angelogen hast? Ist dir bewusst, wie schwach diese Argumentation ist? Gestern hast du mir eine Lüge aufgetischt, ohne mit der Wimper zu zucken. Du hast mir erzählt, dass du entführt worden seist und entkommen konntest, indem du dich aus dem Auto geworfen hast. Das alles hast du mir in dem Wissen gesagt, dass es frei erfunden war. Und so leid es mir auch tut, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass du nur deshalb zu mir gekommen bist, um reinen Tisch zu machen, weil du begriffen hast, dass ich dich durchschaut habe. Er schlägt reumütig die Augen nieder und hebt die Hand an die Stirn, wie um sein Gesicht zu verbergen. Oder irre ich mich? Wärst du andernfalls zu mir gekommen? Ich weiß nicht. Ich habe an deinem Blick gesehen, dass du wusstest, dass irgendwas faul war. I'm not stupid, sir! Aber ich wollte es dir schon von Anfang an erzählen. Ich habe nur einfach nicht den Mut dazu gefunden. Okay. Ich wollte weder mich noch dich in Gefahr bringen, ha? Huh? Ich dachte, diese Dinge lägen hinter mir, dass sie mich niemals einholen würden. Ich hätte nicht warten dürfen, bis du von allein dahinter kommst. Dann stimmt das also, du bist ein Tempelritter, du arbeitest für meinen Vater. Ich dachte, dass er gelogen hätte, um dich zu manipulieren. Da sagte er mir ein einziges Mal die Wahrheit. Und das nur, um mir zu offenbaren, dass stattdessen du mich angelogen hast. Ist das so ein Tempelritter-Ding? Alle lügen, nichts ist wahr, alles ist erlaubt? Nein, hör zu, es ist sehr viel komplizierter als das. Sir, I already knew the second I knew that you were gone. Also, ich wusste es irgendwie schon vorher. Ich hatte schon seit 2 Episoden so ein sus feeling about him. Und das wissen auch alle. Aber
zu 1000% habe ich es immer wieder wiederholt auf Dauerschleife, dass er so eine Rolle spielen wird wie Lance und Lathan so ungefähr, dass er halt ein Teil von denen ist, dass er böse ist, Anführungsstrichen. Als Huang Chu gesagt hat, dass Matthew, Lathan und sie entführt worden sind von denen, aber Huang Chu und Lathan in eine Zelle gesperrt worden sind und dann erst wurden sie aufgeteilt und von Matthew war hier die Spur. Also, ich schneide ihm mit einer unwirschen Handbewegung das Wort ab und sehe ihm fest in die Augen. Jetzt hör mal ganz und genau zu, mir reicht's. Ich hab es satt, dass man mich anlügt und mich für blöd verkauft. Ich hab es satt, dass Leute sich hinter Halbwahrheiten verstecken. Die Wahrheit zu verschleiern ist das gleiche wie Lügen. Wer das Gegenteil behauptet, betreibt nur Glauberei. Und vorzugeben, man habe nicht gelogen, sondern lediglich einen Teil der Wahrheit verschwiegen, das ist eine kindische Ausrede. Ich hab die Nase voll davon, niemandem vertrauen zu können. Die Gardenchefs, die über uns stehen, Verantwortung tragen und all das, das ist eine Sache. Aber ich dachte, dass wir, Cory, Karen, du, ich habe ernsthaft geglaubt, dass wir einander alles sagen können. Alle verheimlichen mir irgendwas und ich verstehe es ja, ich habe damit abgefunden. Huang Hua hat Geheimnisse, Leifen hat Geheimnisse, ich mache ihnen keinen Vorwurf. Ophelia, die eigentlich so eine Art geistlicher Führer sein sollte, spricht kaum mit mir. Mein eigener Vater hat versucht, mich gegen meine Freunde aufzuwiegeln und für seine Armee zu rekrutieren. Aber ich lasse es über mich ergehen, ich komme damit klar. Nur das hier, das ist zu viel, verstehst du? Das ist einfach zu viel! Ich verstehe durchaus, dass hier nicht alle verpflichtet sind, mir ihre Geheimnisse anzuvertrauen. Warum machst du dich dann so wichtig? I'm so sorry. Ich verstehe, sie ist am Ende, sie ist geladen. Und das verstehe ich. Aber ich habe das Gefühl, dass sie sich manchmal zu wichtig nimmt, unsere Sekret. I don't like this. Ich habe sie gefeiert so sehr, am meisten in Eldaria The Origins. Weil da war alles neu für sie. Sie musste sich erst ein wenig einleben. Und ja, ich kann ein bisschen was von ihrem Motzen sehen. Von, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, von Eldaria The Origins. Wo wir mit dem, der uns gerettet hat, sollten wir eine Flasche wegbringen ans Meer. Und haben dann herausgefunden, dass wir immer noch Angst haben vom Meer, weil wir in der letzten Episode am Ende fast ertrunken sind. Aber darum geht es nicht mal. Ich will bloß wissen, wer auf meiner Seite steht. Ich will nicht länger jedem, dem ich begegne, unter die Lupe nehmen müssen, um herauszufinden, was die Person über sich selbst oder ihre Verbündeten verschweigt. Ich weigere mich, allen neuen Bekanntschaften mit Misstrauen zu begegnen. So will ich einfach nicht leben. Matthew starrt mich hilflos an. Mit so einem Ausbruch hat er offenbar nicht gerechnet. Um ehrlich zu sein, hatte ich das selber nicht. Darum höre ich mir gerne an, was du zu sagen hast und werde auch ehrlich versuchen, dir Glauben zu schenken. Aber wähle deine Worte lieber mit Bedacht. Lass nichts aus, verdrehe auch nicht das kleinste Detail. Ich bin mit meiner Geduld am Ende. Ich werde dir alles erzählen und nichts unter den Teppich kehren. Hoppala. Wenn deine Berichte auch nur ansatzweise voneinander abweichen, werde ich die Obersten darauf hinweisen. Matthew beißt sich auf die Lippe, holt noch einmal Tiefluft und... Also zunächst einmal hast du recht, dein Vater hat nicht gelogen. Ich habe tatsächlich für ihn gearbeitet. Okay! Vor ein paar Jahren bin ich dem Tempelorden beigetreten, das ist wahr. Und vermittelt tauchen die Erinnerungen an die Kerker der Tempelritter und ihre Gefangenen wieder vor meinen Augen auf. Er steckt mit diesen Leuten unter einer Decke. Ich muss einen kühlen Kopf bewahren. Ihn zu schlagen würde nichts bringen. Allerdings war es nicht ganz so, wie du dir das vermutlich vorstellst. Wenn du mir weismachen willst, dass sie sich für das Geheimwohl einsetzen, dann raste ich aus. Nein, das sage ich ja gar nicht. Ich wusste bei meinem Beitritt nur einfach nicht, wer sie waren. Aber warte, hör zu, ich fange besser ganz von vorne an, das wird... Er schüttelt hilflos den Kopf, als fände er nicht die richtigen Worte. Also gut, alles, was ich dir über mein Leben auf der Erde erzählt habe, ist wahr. Gegen meinen Willen hebe ich die Augenbrauen. Das sage ich nicht, um mich rauszureden. Es ist die Wahrheit, so einfach. Ich war ein Einzelgänger ohne Freunde und hatte kaum Kontakt zu meiner Familie. Egal, was ich dir nicht erzählt habe, war, dass ich nach dem Abi ein Studium begonnen habe, das ich aber bald wieder abbrach. Stattdessen trat ich der Armee bei. Armee? Sie waren auf der Suche nach Freiwilligen. Naja, das sind sie ja immer. Ich blieb 2 Jahre dort und fand es eigentlich ganz nett.
Viele der Jungs waren mir ähnlich, manche jedenfalls. Und wenn du kein wirkliches Ziel im Leben hast, ist die Armee... Nun ja, es ist nicht unbedingt eine Berufung, aber zumindest sagt man dir immer, was du machen sollst. Du brauchst dich nie zu fragen, was du gerade lieber tun würdest, weil du unter diesen Umständen eh nicht zur Debatte stehst. Eigentlich ein bisschen so wie hier. Es gibt natürlich Unterschiede. Hier wird weniger auf Disziplin geachtet, aber das Prinzip ist das gleiche. Man steht nicht unter dem Druck, entscheiden zu müssen, was man werden will. Oh, ich weiß schon, was ich werden will. Ich auch. An einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit ist dein Einsatz gefragt, also gehst du hin und leistest dir einen Beitrag. Das macht vieles einfacher. Ich weiß nicht, ob ich mich klar ausgedrückt habe. Doch, ich glaube, ich verstehe, wovon er redet. Allerdings weiß ich nicht, was das alles mit dem Orden zu tun hat. Und was hat das mit den Tempelrittern zu tun? Rekrutieren sie etwa Soldaten aus der Armee? Ja, verzeih mir, du meintest doch, ich sollte kein Detail auslassen. Ich korrigiere. Kein Detail, das erklären könnte, warum du für meinen Vater arbeitest. Ich arbeite nicht für ihn. Ich habe für ihn gearbeitet. Aber dazu komme ich noch. Also ja, die Tempelritter heuern ihre Leute in der Armee an. Okay. Eigentlich logisch, wenn man bedenkt, dass sie so eine Art privates Militär sind. Sie sind gekommen und haben einzige von uns zu Einzelgesprächen mitgenommen. Nach welchem Muster sie uns ausgewählt haben, weiß ich nicht. Ich bin leistungstechnisch nicht unbedingt aus der Menge herausgestochen. Naja, jedenfalls haben sie mir von außergewöhnlichen Dingen erzählt. Sie behaupten, einer supergeheimen, superalten Organisation anzugehören, die eine neue Welt entdeckt hätte. Heute klingt das für uns geradezu banal, schließlich leben wir hier. Aber zu jener Zeit fielen mir fast die Augen aus dem Kopf. Sie haben mir versprochen, dass ich an ihrer Seite unglaubliche Abenteuer erleben würde. Dass ich zu den allerersten Menschen gehören könnte, die eine völlig unerforschte Welt bereisen. Sie erzählten mir von blauer Energie, von Drachen und Feen und haben sofort eingewilligt. Das Ganze klang einfach zu fantastisch. Sie stellten sich selber als Pioniere, als Weltentdecker dar. Nothing new. Ich hatte das Gefühl, der Besatzung von Holo 11 beizutreten, verstehst du? Nicht. Sein Blick verschweift ins Leere, beißt er sich auf die Lippe. Ich kann in seinen Augen sehen, wie maßlos ernüchtert er ist. Soweit ich das beurteilen kann, scheint er seine Entscheidung aufrichtig zu bereuen. Andererseits hat er mich seit dem Beginn unserer Bekanntschaft belogen, von daher... Naja, seit wir von den Tempelrittern angegriffen wurden im Wald, in der nächsten Episode wurde uns ja gesagt, dass Matthew weggerannt ist und deshalb wurden wir attackiert. Vielleicht hat er Panik gekriegt, weil er sie wiedererkannt hat und ist weggerannt. Er wollte halt nicht, dass sie ihn wiedererkennen und halt sagen, dass er mal Teil von denen war und deshalb ist er weggerannt. Danach haben sie mich einigen Tests untergezogen. Ich erspare dir die Details. Matthew geht nicht, wie ich fragend die Augenbraue hebe. Im Ernst jetzt, willst du wirklich, dass ich dir von allen körperlichen und physiologischen Tests berichte? Das könnte etwas Zeit in Anspruch nehmen, die haben nämlich mehrere Wochen gedauert. Na schön, dann überspringen wir das. Danach bist du also dem Orden beigetreten. Genau, zu diesem Zeitpunkt habe ich offiziell die Armee verlassen, um mich den Jägern anzuschließen. So nennen sie die Männer, die mit Expos betraut werden. Der junge Mann bemerkt meinen verständnislosen Gesichtsausdruck. Sorry, Expo bedeutet externe Operation. Ja, schon klar. Aber soll das heißen, dass ich die Templer selber als Jäger bezeichne? Dann bist du also völlig nichtsahnend einer privaten Armee namens Jäger beigetreten, im Ernst? Mir ist schon klar, wie das klingt. Aber in der Armee sind Jäger bloß eine Eliteeinheit der Infanterie. Wie die Gebirgsjäger zum Beispiel. Da habe ich mir nichts weiter dabei gedacht. Mittlerweile ist mir natürlich klar, dass es irgendein krankes Vorspiel ist. Nun ja, jedenfalls haben die Jäger dann ein Trainingscamp in den Bergen besucht. Keiner von ihnen stammte aus derselben Gegend wie ich. Tatsächlich kamen alle aus völlig unterschiedlichen Ecken. Niemand kannte die anderen. Am ersten Tag wurde uns der Ablauf erklärt. Das Trainingsprogramm wurde 6 Monate dauern. Und teils aus körperlichen Übungen, teils aus sogenannten Unterrichts bestehen. Letztendlich war das eher eine Art Indoktrination. Ich muss unglaublich an mich halten, um nicht die Augen zu verdrehen. Was für eine Überraschung!
Sogar die körperlichen Übungen waren mehr oder weniger Indok. Dabei sollten wir lernen, uns aufeinander zu verlassen. Okay. Aber vor allem uns auf niemand anderen zu verlassen. Es fing damit an, dass wir vom ersten Tag an unsere bürgerlichen Namen ablegen mussten. Es war strengst verboten, den anderen Jägern seinen Namen zu verraten. Damit wir uns auch wirklich als Gemeinschaft fühlten mit einer ganz neuen Identität. Wir mussten unseren neuen Namen von einer komischen Liste wählen. Ich weiß nicht mal, warum sie ausgerechnet diese Namen dafür ausgesucht haben. Das sind alles Namen berühmter Kreuzritter, zumindest die, die ich bislang gehört habe. Sie organisieren einen Kreuzzug gegen Eldaria, sie machen ja nicht mal ein Geheimnis draus. Rückblickend ist das schon recht offensichtlich, ja. Aber damals kam es mir eher wie ein groß angelegtes Rollenspiel vor. Und darf ich fragen, für welchen Namen du dich entschieden hast, Matthew? Er seufzt und starrt auf seine Fußspitze. Ich habe Manasis genommen, weil der so anfing wie Matthew. Plötzlich überkam mich Zweifel. Ich habe noch nie zuvor darüber nachgedacht, aber war das auch der Grund, warum du dein Schwert Malisis in Mikius getauft hast? Der junge Mann verzieht beschämt das Gesicht. Nicht unbedingt, das heißt doch irgendwie schon. Zum Teil. Ich schüttle den Kopf, darum geht es gerade nicht. Na, wie dem auch sei, ihr habt also alle 6 Monate lang getrainiert? Ja, der Trainingsteil ähnelte dem, was ich schon von der Armee kannte. Aber am meisten fasziniert hat mich der Unterricht. Du kannst es dir sicher vorstellen, man hat uns die Weltgeschichte aus einer komplett neuen Perspektive erzählt. Sie erklärten uns, dass die Fairies vor langer, langer Zeit mit uns auf der Erde gelebt haben. Dass das der Ursprung für unsere Sagen und Märchen sei. Und wie sie sich dann eine neue Welt erschaffen hatten, den Garten der Ältesten, der ihnen allein vorbehalten war. Wobei sie auch die blaue Energie von der Erde verschwinden ließen. Naja, das Mana eben. Man sagte uns, dass es die Schuld der Fairies sei, dass wir nunmehr auf fossile Energie angewiesen sind. Das hab ich im Englischunterricht gehört. Aber dein Vater hat dir diese Version der Geschichte ja bestimmt schon erzählt. Ich nicke. In Ermangelung einer anderen Erklärung für das alles habe ich ihm natürlich geglaubt. Wir alle haben ihm geglaubt. Man erzählte uns von Vampiren und Ogern und stellte sie wie Monster dar. Und das war ziemlich überzeugend, verstehst du? Ich muss zugeben, dass ich seine Situation durchaus nachvollziehen kann. Ja, das verstehe ich. Als mein Vater mir von all diesen Dingen erzählt hat, da hat er selbst in mir Zweifel gesät. Obwohl ich schon seit längerer Zeit in Eldaria lebe. Er nickt. Schon etwas ruhiger. Einige haben sich natürlich geweigert, daran zu glauben. Ich persönlich fühlte mich davon angesprochen. Ich war ja immer schon offen für diese Dinge gewesen. Ehrlich gesagt war ich gar nicht sonderlich überrascht. Am Ende unserer Trainingsphase besuchten sie mit uns eine ihrer Einrichtungen. Eine Art Labor, wo sie Experimente an. Mein Herz macht einen Satz, erneut Walkzorn in mir auf. Und blaue Energie durchführten. Es war ihnen gelungen, eine Art Mini-Portal zu öffnen. Durch das sie nun mehr Mana beziehen konnten. Das weißt ja bereits, dass es natürlich Portale gibt wie den Pilzkreis. Die Tempelritter setzten alles daran, sie genauestens zu analysieren. Ihr Ziel war es, einige Portale öffnen zu können, wo immer sie wollten. Keine Ahnung, ob sie letztendlich erfolgreich waren. Es erforderte viel Energie, vor allem viel Mana. Immerhin war es ihnen bereits gelungen, ein paar natürliche Portale wenige Sekunden lang zu aktivieren. Und sie hatten künstliche Passagen geöffnet, wenn auch nur winzig kleine. Als hätte man mit einer Nadel in den Schleier zwischen den zwei Welten gepikst. Mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, was ich bei jedem Anblick empfunden habe. Diese Löcher in der Atmosphäre, aus denen ein feines Rinnsal blauer Energie strömte. Ich träumte bereits von einer anderen Welt, in der nichts war, wie ich kannte. Eine Welt, die ich vielleicht schon bald kennenlernen durfte. Und tatsächlich kam die Gelegenheit dazu eher als angenommen. Nach Ablauf der 6 Monate ließ man uns gehen und versicherte uns, dass man uns kontaktieren würde. Mehrere Wochen vergingen. Ich begann mich zu fragen, ob ich mir nicht alles nur eingebildet hatte. Oder ob ich das Opfer eines kranken Witzes oder Experimentes geworden war. Doch irgendwann erhielt ich einen Anruf. Ich wurde ins Ordenhaus bestellt. Dort begegnete ich deinem Vater zum ersten Mal.
Er hatte alle Jäger meiner Einheit kommen lassen. Er versammelte uns in der Eingangshalle und verkündete, dass nun der ernste Teil beginnen würde. Mein Augenlid beginnt nervös zu zucken. Der ernste Teil? Der Teil, bei dem man Ferris entführte, Unschuldige, um sie einzusperren, zu foltern? Er sagte uns, dass eine aus unserer Mitte für eine besonders gefährliche Mission ausgewählt werden würde. Gefährlich, aber auch ungemein aufregend. Die Person würde als erster Mensch seit 1000 Jahren den Garten der Ältesten betreten. Ich meldete mich sofort freiwillig. Einige andere taten es mir gleich. Allerdings nicht so viele, wie ich erwartet hätte. Er unterzog uns einer schnellen Prüfung und entschied sich schließlich für mich. In jedem Moment verstand ich nicht, warum die Wahl ausgerechnet auf mich gefallen war. Du wärst ungefähr so alt wie ich, als ich verschwand. Vielleicht einfach, weil du aus derselben Stadt stammst wie ich. Vielleicht wegen deines Beins. Womöglich dachten sie, dass du dadurch weniger Verdacht erregen würdest. Nee. Du wärst ungefähr so alt wie ich, als ich verschwand. Mein Vater hoffte wahrscheinlich, dass du so leichter Zugang zu mir finden würdest. Mag sein, aber es waren 7 Jahre vergangen. Du hättest eher doch jemand Älteren nehmen müssen. Ich glaube, er hat einfach gedacht, dass ein jüngerer Kandidat weniger Verdacht erregen würde. Jedenfalls hat er mich dann in sein Büro mitgenommen, um sich mit mir zu unterhalten. Wir hatten ein langes Gespräch, bei dem irgendwann auch du zur Sprache kamst. Aha! Er erzählte mir, dass du verschwunden warst und alle Welt dich vergessen hatte, außer ihm. Dann erzählte er mir, wie er von der Existenz des Ordens erfahren hatte und ihm beigetreten war. Und deshalb ihm diese Operation so sehr am Herzen lag. Er wollte nicht nur, dass ich für ihn spioniere, sondern auch und vor allem, dass ich dich ausfindig mache und wenn möglich zu ihm zurückbringe. Er wirkte sehr, naja, eben gar nicht so, wie ich ihn mir vorgestellt hatte. Ich hatte eine Art Oberste erwartet oder einen verrückten Wissenschaftler. Stattdessen stand ich einem vom Kummer zerfressenen Mann gegenüber, der so alt war wie mein eigener Vater. Verzeih, wenn ich in Anbetracht der jüngsten Ereignisse nicht in Tränen ausbreche. I love this. Um ehrlich zu sein, ich würde einen Schmerz fühlen, weil er ist und bleibt unser Vater, okay? Aber nach dem Mist, den er eingestellt hat mit den Fairies und so, no bitch. I don't feel sympathy. Er beißt sich erneut auf die Lippe und wischt einen Nicht-Existenz-Staubkorn. That would be me. Ich weiß, aber du hast mich gebeten, alles zu erzählen, also erzähle ich auch alles. Ich zucke die Schultern und bedeute ihm fortzufahren. Kurzum, er hat mich damit beauftragt, die Gruppe der Eldarianer zu infiltrieren und dich zu finden. Die Gruppe der Eldarianer? Das ist aber sehr vage. Das ist mir bei meiner Ankunft auch aufgefallen. Eldaria ist viel größer, als ich angenommen hatte. Aber da du in der Nähe deines Zuhauses verschwunden warst, konntest du nicht allzu weit gekommen sein. Ich brauche nur nach einer Stadt oder einem Dorf in der Nähe meines Ankunftsortes zu suchen. Zudem hatten wir auf die Tatsache gesetzt, dass dein Eintreffen nicht unbemerkt geblieben war. Dein Vater ging davon aus, dass du, sofern die Eldarianer dich nicht getötet hatten, zu einer Art lokaler Berühmtheit geworden warst. Why? Oder zumindest zu einem regen Gesprächsthema bei den Fairies in der Gegend. Warum hätten sie mich verschonen sollen, wenn sie die Monster waren, die Tempelritter dir beschrieben hatten? Er dachte, dass das Fairy-Blut, das er dir vererbt hatte, vielleicht deine Rettung sein könnte. Er hoffte, dass sie in dir ein Fählchen erkannt und dich akzeptiert hätten. So oder so ähnlich ist es ja tatsächlich passiert. Er hatte übrigens recht. Dich ausfindig zu machen war ein Kinderspiel. Warte. Eine Sache verstehe ich noch nicht so ganz. Das heißt, sie haben es letztlich doch geschafft, ein Portal zu öffnen. Du sagtest doch vorhin, dass ihnen das noch nie gelungen sei. Sie glaubten, dass sie unter Zuhilfenahme all der blauen Energie, die sie über die Zeit gesammelt hatten, ein Portal lange genug öffnen konnten, um eine einzelne Person hindurchreißen zu lassen. Und so war es dann auch. So schickten sie mich durch den Pilzkreis. Sie haben alle ihre Ressourcen aufgebracht, um dich hierher zu senden? Dich allein? So haben sie es mir jedenfalls erklärt. Aber all die Fairies, die sie entführt haben und die wir befreien mussten? Dafür mussten sie doch weitere Portale öffnen. Wie haben sie das angestellt, wenn sie doch so kostspielig ist? Ehrlich gesagt weiß ich darüber nicht genug, um dir eine Antwort zu geben. Aber nach allem, was hier passiert ist, das Hochhaus, Kenkaku und so weiter. Ja, die sind einfach aufgetaucht. Glaube ich, dass die Grenze zwischen den Welten brüchiger geworden ist.
Es wird mich nicht wundern, wenn natürliche Portale mittlerweile rund um die Uhr offen stünden. Und das ist ein Teufelskreis, denn je mehr Mana sie auffangen, desto mehr Portale können sie öffnen. Als sie uns im Wald angriffen, das waren 20 Männer. Vor etwa über einem Jahr wäre das noch undenkbar gewesen. Ich runzle die Stirn. Ich hatte gehofft, dass er mehr darüber wissen würde. Natürlich betrifft alles, was ich dir hier erzählt habe, nur das Ordenhaus deines Vaters. Es gibt noch andere. Unter Umständen haben sie weitere Reisemöglichkeiten entdeckt, oder hätten sie das meinem Vater nicht mitgeteilt? Keine Ahnung. Ehrlich, ich bin mir nicht mal sicher, ob es überhaupt eine zentrale Organisation gibt. Nur dass ich noch nie von jemandem gehört habe, der höher steht als Karl. Hör auf mit dem Namen! Höchstens vage Gerüchte über den Orden ohne irgendwelche Einzelheiten. Und darüber, dass Karl innerhalb des Ordens eine Art Einzelkämpfer sei. Vielleicht ist das so ähnlich wie bei den Freimaurern, weißt du? Verschiedene, vielerorts angesiedelte Logen ohne richtiges Oberhaupt. Zwar mit mehr oder weniger derselben Philosophie, aber ohne zentrale Befehlsgebung. Stop! Hold the phone! Das heißt, er wusste es, als wir dann das Logo gefunden haben und etc. Er wusste, dass das die Leute sind. Er wusste alles und er hat nichts gesagt. Er hat uns auf die Erde gehen lassen, damit er seinen Mund nicht aufmachen muss. Matthew! Matthew! Am besten wäre es eigentlich, deinen Vater direkt danach zu fragen. Die Liste der Fragen, die ich an ihn habe, wird immer länger. Ich muss den heftigen Wunsch unterdrücken, einfach den Kopf in den Sand zu stecken. Das sehen wir dann, wenn wir ihn gefangen haben. Jetzt erzähl aber erstmal zu Ende. Okay, ich kam also hier an und fand recht schnell den Weg zum Heikyo. Ich erwartete sofort angegriffen zu werden und war dementsprechend auf der Hut. Aber wie du bereits weißt, wurde ich sehr freundlich empfangen. Die Garde gab mir zu essen und einen Schlafplatz im Refugium. Ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Man hatte mir Schauermärchen von monströsen Vampiren erzählt, dann traf ich Karen. Man hatte mir weisgemacht, dass Ogre Menschen fressen. Dann traf ich Jamon. Alles, was ich über die Fairies zu wissen geglaubt hatte, erwies sich als falsch. Ich stand unter Schock. Ich weiß selbst nicht, was ich erwartet hatte. Vielleicht eine Horde von wilden, barbarischen Stämmen. Eine Zeit lang stand ich einfach unter Schock. Ich ging nicht davon aus, dass die Temporitter mich belogen hatten, nur dass sie sich geirrt hatten. Aber ich begann, mich hier wirklich wohlzufühlen. Unter der Orden erwartete ja ohnehin keine konkreten Handlungen von mir. Ich sollte weder irgendwas sabotieren, noch jemanden töten. Das Einzige, was man mir aufgetragen hatte, war, dich, wenn möglich, zu deinem Vater zurückzubringen. Aber ich erfuhr sehr schnell, dass du, nun ja, tot warst. Irgendwie komisch, das jetzt so zu sagen. Naja, jedenfalls habe ich mir gesagt, dass meine Mission so gesehen ohnehin für die Katz war. Ich beschloss, mir hier ein Leben aufzubauen und das ist alles. Und dir ist nie in den Sinn gekommen, dass die Temporitter dich eines Tages aufspielen könnten? In Anbetracht der Tatsache, dass sie mehrere Jahre gebraucht hatten, um allein mich durch das Portal zu schicken, nahm ich an, dass ich noch reinlich Zeit hatte. Und dann eines Tages hat der Kristall dich ausgespuckt. Dankeschön! Und mir wurde klar, dass ich dadurch für mich nicht das Geringste veränderte. Als guter Soldat hätte ich eigentlich versuchen müssen, dich auf die Erde zu bringen. Aber ich hatte absolut keine Lust, meine Mission wieder aufzunehmen. Ich redete mir ein, dass ich meine Vergangenheit einfach hinter mir lassen müsste. Und das war's. Alles Weitere kennst du ja. Du warst dabei. Aber warum hast du denn nichts gesagt? Du hättest Huang Hua wichtige Informationen übermitteln können. Du hättest uns helfen können. Uns warnen können. Konnte ja nicht wissen, dass sie angreifen würden. Ist das der Grund, warum du im Wald die Flucht ergriffen hast und vor der Bibliothek? Hast du deswegen deine Jin-Geschichte erfunden, um deine Lüge aufrechtzuerhalten? Er antwortet nicht, fährt sich nur mit der Zunge über die Lippe. In Tränen, na, oh. Und was du mir von dem Angriff der Bibliothek erzählt hast, war an dieser Geschichte irgendwas Wahres dran? Dass sie mich mit anderen zusammengeführt haben, habe ich erfunden. Ich bin weggelaufen, als sie begannen, uns zu überwältigen. Ich hatte einfach Panik. Wenn sie mich in die Finger bekommen hätten, weiß ich nicht, was sie... Wir hatten alle Panik, aber geflohen bist nur du! Er schluckt schwer. Ich weiß, ich habe Mist gebaut. Ich schäme mich so. Ich schüttle mit zusammengepressten Zähnen den Kopf. Wenn ich daran denke, was wir alles durchgestanden haben, für nichts! Obwohl du von Anfang an alles schon wusstest, obwohl du uns alles hättest ersparen können. Wir sind zur Erde gereist, um die Templer zu suchen, obwohl du längst wusstest, wo sie sich befinden. Ich
weiß, ich habe einige Fehler begangen. Das sehe ich ein. Ich hatte Angst, dass je länger man lügt, desto schwieriger ist es, sich aus einer Lüge zu befreien. Man erfindet ständig etwas Neues. Ich wollte nicht. Ich hatte Angst. Wenn die Garde mich verstoßen hätte, hätte ich alles verloren. Sie sollten nicht denken, ich hätte sie verraten. Sie sollten es nicht denken oder es nicht wissen? Matthew. My poor Matthew. Ich weiß wirklich nicht, was ich über ihn sagen soll. Also wenn ich jetzt in der zu ihre Haut stecken würde, ich wüsste nicht, was ich machen sollte. Weil er scheint es wirklich zu bereuen. Weil wenn er es nämlich nicht bereuen würde, dann hätte er ja den Tempelrittern geholfen. Hätte sich uns entgegengestellt und etc. Wenn er stolz darauf wäre. Aber wenn er die ganze Zeit wegrennt und sich unwohl fühlt, wortwörtlich jeden Tag aufs Neue, wenn er uns sieht vor allem. Das ist, wenn man ein schlechtes Gewissen hat. Also, er fühlt sich schuldig. Also, ich würde ihn jetzt nicht verknacken wollen, okay? Ich habe sie nicht verraten. Ich habe nichts getan, um ihn zu schaden. Ich bin kein Tempelritter. Ich bin ein Wächter der Garde. Tut mit mir, was immer euch beliebt, aber ich bin auf eurer Seite. Du hast uns in Gefahr gebracht, damals im Wald und dann auf der Erde. Weil du weggelaufen bist, haben wir in Ordenhaus wertvolle Zeit damit verschwendet, dich zu suchen. Ich habe mir schlichte Sorgen gemacht. Ich hatte solche Angst um dich. Dabei warst du die ganze Zeit hier. Ich weiß, es tut mir wirklich, wirklich leid. Ich hatte solche Panik davor, dass sie mich erkennen oder mich zwingen, wieder für sie zu arbeiten. Da kann ich zu meiner Verteidigung nicht vorbringen. Ich war einfach verängstigt. Er verfällt in Schweigen, ich ebenfalls. Drückende Stille macht sich zwischen uns breit. Wenigstens ist jetzt alles raus. Ich glaube ihm, dass er die Wahrheit sagt. Es fällt ihm schwer, meinen Blickstand zu halten. Das kann ich verstehen! Ich habe Huang Hua bereits von meinem Verdacht erzählt. Er nickt registriert. Klar, natürlich. Das hast du ganz richtig gemacht. Ich weiß, dass es richtig war. Mein Verdacht war mehr als begründet. Ich hatte ohnehin vor, ihr alles zu sagen, gleich nach diesem Gespräch. Ich wollte bloß, naja, es dir zuerst sagen, es dir erklären. Ich werde sie gleich aufsuchen, wenn du mitkommen magst. Ja, ich habe doch versprochen, dabei zu sein. Und auch sicherzustellen, dass dein Geständnis vollständig ist. Das Savage-Schluss, I love this. Ich lasse Matthew den Vortritt und betrete nach ihm den Saal. Go off, bitch! Huang sitzt am großen Tisch neben ihr. Neben ihr, Jamon. Wahrscheinlich rekapitulieren sie gerade Karens und Chromes und dann was bericht. Jamon, froh, dass Lefte nicht verletzt. Aber ein bisschen bleiben auf der Hut. Tempelritter noch immer gefährlich. Vielleicht noch gefährlicher als gestern. Jetzt nichts mehr zu verlieren. Lefte als Geisel, ihr einziges Druckmittel in Verhandlung. Nun, sie fühlen in Enge getrieben, wie Sicherheitsmaßnahmen verdoppeln. Da bin ich deiner Meinung. Ich werde den Gartenchef befehlen, weitere Wachen abzustellen. Ich befürchte, dass sie einen letztes verzweifelten Gegenschlag wagen könnten. Hoppala. Warum tue ich immer so schnell klicken, Leute? Sagt mir das. Ihr Blick verrät mir, dass sie bereits weiß, warum wir hier sind. Als ich unsere Blicke kreuze, nicke ich kurz. Sie stößt einen frustrierten Seufzen aus und presst sich die Finger auf die Augen. Matthew, Simona, mein Gefühl sagt mir, dass ihr keine guten Nachrichten bringt. No, bitch, we are not. Der junge Mann schüttelt mit verkrampftem Kiefer den Kopf. Jamon dreht sich verständnislos zu Huang Hua um. Ihr lieber Benjamin gehen und euch allein lassen. Nein, bleib, wir brauchen womöglich deine Hilfe. Der Ogre nickt stumm und sieht Matthew abwartend an. Huang Hua richtet sich auf, ihr Blick ist starr auf den jungen Mann geheftet. Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du mir etwas zu sagen. Matthew wird von einem Schaden gefasst. Nun gibt es kein Zurück mehr für ihn. Ich gebe ihm einen sanften Schubs nach vorne. Da muss er jetzt durch. Stocksteif macht er einen Schritt auf den Beratungstisch zu. Er schwankt gefährlich, als könnte er jeden Moment zusammenbrechen. Poor him. Dennoch hebt er den Kopf und sieht der Feng Guang in die Augen. Ich, Guang Hua, Boss, ich bin gekommen, mich zu stellen. I feel so bad for him. Verrat an der Garde von ihr und bin bereit, mich in Gefangenschaft zu begeben, wenn das dein Wunsch sein sollte. Huang Hua legt den Kopf schief, sie sieht nicht wütend aus. Das erste wünsche ich nichts dergleichen. Ich nehme an, der Grund für deinen Schein ist, dass du bereust, uns verraten zu haben. Wenn dem so ist, würde ich dich bitten, mir alles zu berichten.
Matthew wird kreidebleich. Obwohl er bereits damit gerechnet hat, muss die Aussicht darauf, alles nochmal erzählen zu müssen, alles andere als angenehm sein. Ich möchte nur zuhören und verstehen. Aber dafür ist es wichtig, dass du kein Detail auslässt. Weder weil es dir nur unwichtig erscheint, noch weil es dich in ein schlechtes Licht rücken könnte. Ich muss das Ausmaß dessen verstehen, was du als Verrat bezeichnest, und die Konsequenzen, die es für unsere Gemeinschaft haben kann. Deine Bereitschaft, mir alles zu beichten, wird genauso in mein Urteil einfließen wie dein Vergehen selbst. Ich möchte dich außerdem daran erinnern, dass ich deine Aura sehen kann, jetzt in diesem Moment. Wenn du versuchen solltest, mich anzulügen, werde ich das mit großer Wahrscheinlichkeit wahrnehmen. Jede Verschleierung der Wahrheit geschieht also auf deine eigene Gefahr. Oh, she is and remains savage. If you try to lie to me, it's on sight. Habe ich mich verständlich ausgedrückt, Matthew? War das klar genug? Er räuspert sich und nickt. I'm living for her. Ja, Huangua, kristallklar. Ich werde dir nichts verheimlichen. Danke, dann bin ich ganz Ohr. Du hast meine volle Aufmerksamkeit. Matthew berichtet dir alles, was er mir wenige Minuten zuvor anvertraut hatte. Seine Geschichte stimmt in allen Punkten mit der überein, die er mir erzählt hatte. Nichts fehlte und er fügte auch nichts hinzu. Huang Huas Miene blieb während Matthews gesamter Berichterstattung vollkommen reglos. Sie unterbrach ihn kein einziges Mal, sagte kein einziges Wort, machte nicht mal die kleinste Bewegung. Jamons Augen hingegen wurden mit jeder Minute größer. Man könnte in ihnen ungeheure Verblüffung, aber vor allem große Enttäuschung lesen. Poor him. Im Gegensatz zu Huang Hua hat er nichts davon kommen sehen. Das entging Matthew sicher genauso wenig wie mir. Es musste die reinste Folter für ihn sein, seine Geschichte unter diesem fassungslosen Blick fortzusetzen. Dennoch hielt er bis zum Ende durch. Jucke. Er schloss seinen Bericht mit der Anmerkung, dass er mir bereits alles gestanden hatte und wir gleich im Anschluss hergekommen waren. Dabei vergaß er auch nicht zu erwähnen, dass ich zu keiner Zeit... What? Hallo? Well, that sucks. Als er schließlich verstummte, war er völlig außer Atem. Ich glaube, das war's. Jetzt weißt du alles. Huang Hua schweigt eine ganze Weile. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob sie nachdenkt oder das Gesagte erst verdauen muss. Sie lässt sich keinerlei Überraschung anmerken, aber es muss ein Schock für sie sein. Really?